So, Freunde, ihr habt ordentliche Acker von mir am Wochenende, Kniebeuge, zum Wirbel, etc. pp. Deswegen machen wir heute ein paar Dehnungsübungen für Hüfte, Oberschenkel und sowas. Ihr denkt dran, wir sind jetzt zu zweit heute. Das heißt, wir müssen es desinfizieren, weil man sich als Öfter nicht immer akkurat einhalten kann. So, als allererstes Dehnung Piriformis. Das heißt, ihr setzt euch hin. Schlagt ein Bein über das andere. Ihr könnt euch grundsätzlich hinsetzen oder bleibt ein bisschen in der Luft und schaut, dass ihr hier ein bisschen Zug und Dehnung reinkriegt, ja? Im Hintern. Einfach mal reinarbeiten, ihr könnt die Hüfte auch mit der Hüfte ein bisschen spielen, dass ihr da einfach so 20 bis 30 Sekunden reinarbeitet. Und bleibt immer dynamisch, dass ihr die Faszie mit reinkriegt bei der ganzen Geschichte. Okay? Nach den 20, 30 Sekunden einfach Seitenwechsel machen. Als nächstes Rückendehnen. Das heißt, ihr macht die Beine ran. Beugt euch nach vorne, guckt, wie weit ihr kommt. Ihr könnt euch auch gerne am Unterschenkel festhalten, wenn ihr bis zum Unterschenkel kommt. Und ganz, ganz vorsichtig so die Eigendynamik nutzen und hier so ein bisschen reinfedern. Und dann merkt ihr hier so im Rückenbereich die Dehnungskomponente. Ja, das macht ihr auch so 20 bis 30 Sekunden. So, dann wird es ein bisschen kompliziert. Achtet darauf, dass ihr jetzt keinen Krampf kriegt. Das heißt, ihr geht in den Ausfallschritt. Stellt das hintere Bein an und dann zieht er das langsam vorsichtig hoch. Da haben wir wieder die Hüfte mit drin und vorne den Oberschenkelbereich. Sollte sich normalerweise hier berühren, die Geschichte. Ansonsten merkt ihr, da ist ein bisschen Spannung drauf auf der Geschichte. Ich empfehle euch wirklich, was unter das Knie zu tun, dass ihr euch darauf konzentrieren könnt, hier in die Dehnung reinzuarbeiten und nicht immer mit dem Knieschmerz kämpfen müsst. Und das auch so 20 bis 30 Sekunden und dann Seitenwechsel. Dann legt ihr euch auf den Rücken. Macht die Arme lang. Das eine Bein nehmt euch hier rüber. Ihr könnt gerne mit der Hand auf der Beinseite ein bisschen an dem Bein ziehen und versucht im Grunde mit der Schulter hier am Boden zu bleiben. Und dann kriegt ihr hier über den Latissimus Piriformis hinten eine schöne Dehnung rein, wenn man hier Stück für Stück reinarbeitet, um die Hüfte gleich ein bisschen frei zu machen. Dann haben wir die ganze Geschichte ein bisschen vorgelockert. Wie gesagt, nach 20 bis 30 Sekunden wechselt ihr wieder. Und dann gehen wir noch ein bisschen stärker in die Piriformis rein. Das heißt, ihr setzt euch aufrecht hin, macht quasi ein Kreuz mit dem Bein vorne, macht vorsichtig das Bein, was ihr vorne habt. Versucht er ungefähr im rechten Winkel abzulegen und hier macht den Fuß hinten lang, dass wir auch quasi auf die Fußoberseite legen. Dann arbeitet hier mit dem Becken in die Richtung rein, ganz ganz vorsichtig, und dann könnt ihr mal so ein bisschen nach links oder rechts mit dem Oberkörper rübergehen und euch da sachte reinarbeiten. So in den Bereich, wo ihr merkt, er zieht es ein bisschen. Sagt doch ruhig 20, 30 Sekunden reinfährt. Und seid mit dem Knie vorsichtig. Ja, wenn er nicht so weit runterkommt, dann könnt ihr ruhig aufrecht im Liegestütz quasi mit gestreckten Armen da erstmal vorsichtig reinarbeiten. Okay? Also 20 bis 30 Sekunden, dann Seitenwechsel. Lockert euch schon auf. Morgen geht es richtig zur Sache. Sportfrei. Bis dann. Ciao.